Du hast den jetzt schon, oder ich was? Ich hab alle. Ja, geil. So die 1. Da mal mitkommen können, zum Zeigen. Ich guck runter, reicht. Ich kann auch noch runterspringen. Jetzt sterbe ich. Nee, doch nicht. Funkschill. Achso. Ken La ausgepumpt. Zum Teufel soll das sein. Hm, schöne Rakete. Na Mann. Rakete? Ja, das ist eine V2. Sehe ich sofort. Rote Rakete. Yay, Beherrschung. Beherrschung. Darf ihn nicht. Ja, ich hab kein Zugriff. Bleib hier. Scheiße. Oh, ciao. Müssen wir jetzt echt hier warten? Nö, ich bin jetzt oben auf dem Fahrstuhl. Ja, hast du das gemacht? Ach, du kannst. Keine Ahnung. Warte, warte, oh, bitte geh, bitte geh, bitte geh. Scheiße! Ich will Positionswechsel machen. Hätte ich mit euch die Position tauschen. Oh, dann wäre mir das mal früher eingefallen, so ein Dreck. Wo ist denn der? Wo soll denn der sein? Ach, wir müssen wahrscheinlich zum Taxi. Okay, ich porte mich hoch zum Pilgerrückzugsort, weil wir müssen ja nochmal in den Tempel. Mal gucken, wo im... Ich hab übrigens heute Lasagne selber gemacht. Mega lecker. Wo hast du das Pferd herbekommen? Das habe ich mir vom Nachbarn geliehen. Ich habe gesagt, er kriegt's morgen wieder. Ja, und dann hast du die Wohnung umgemeldet? Nö. Aber... Das ich hab ja nicht gesagt, er kriegt zum Ganzen wieder. Bei den Amis würdest du... Oh, du bist schon wieder rausgeflogen. Bei den Amis würdest du mit sowas durchkommen. Auf die Formulierung kommt es an. Aha. Und bei den Amis, da hat er auch einer Red Bull verklagt, weil er keine Flügel bekommen hat. Hat gewonnen. Deswegen steht er, was mittlerweile in Deutschland ja auch so, dass da mittlerweile diese Warnhinweise drauf sind. Verleiht keine echten Flügel. Bitte in Maßen genießen. Dann liest das so ein 60-jähriger Opa und kennt das SZ noch als Doppel-S. Oh, in Maßen genießen, cool. Hat auch dieser Aaron Troschke, der hat mit seinen Kumpels 55, also zu dritt oder vier, nee, zu dritt, 55 Energy Drinks mit Challenges. Da haben sie schon richtig Herzrasen und Zittern gehabt. Und dann haben sie Jenga gespielt und der verliert, der muss eine da haben sie... Deswegen ist der mir sympathisch. Der findet Hipster und Club Mate und so einen Scheiß auch total ätzend. Club Mate in einer Minute exen, wenn du es nicht schaffst, musst du eine Käsewiener essen und ein Mars ein Snickers Eis essen. Auf Energy Drinks, also alles gemixt. Ja, Alter. Und der eine ist dann erstmal auf Kugel. Dann hat er mit seinem Bruder Timo. Timo ist so ein richtig schöner, so ein richtig kerniger, assiger Berliner. So wie wir ihn lieben würden. So richtig cooler. Also richtig sympathisch. Mir war er sympathisch. Direkt auf Anhieb. Ich weiß gar nicht warum. mit dem hat er sich vors Haus gesetzt. Auf die Straße in der Öffentlichkeit. Und da haben sie sich von... Ich weiß gar nicht. Gibt es bei McDonald's oder Burger King so Slushies? Sah aus nach so McDonald's oder Burger King Bechern. Halt so Slushies, so Slush-Eis. Sechs so kleine Becher. Boah. Und haben gesagt, so, müssen wir jetzt schnell austrinken. Wir hatten so richtig Hirnfrost und so. Und dann haben sie Ching Chong schon gespielt. Die haben so Curry King auf den Boden gekippt. Und einer durfte mit Pika essen, aber einer musste den so vom Boden aufschlürfen. Und dann haben sie schön aus einer so Fertig-Solianka, aus so einer Glas, wie aus so einem Marmeladenglas quasi, so fertig auch, ne? Haben sie den auch schön. Sein Bruder musste auch wieder vom Boden schlürfen, weil er Ching Chong schon verloren hat. Oh, das ist so geil, so assige Unterhaltung, aber ich finde das witzig. Man hat dann mit seinem einem Kumpel, das Spiel habt ihr bestimmt mal gesehen, das gab es als Meme, als GIF, das hat PewDiePie gemacht. Das ist so ein Spiel, wo du so ein Rad quasi drehen musst, und dann steht da eine Zahl 1 bis 5 und so oft musst du halt an so einem Knöpfchen drehen. Während dein Kopf auf so einem Ding liegt, wo dir so eine Torte ins Gesicht geklatscht wird. Kennt ihr das? Nee. Das hält so eine Hand und wenn du dann halt drehst, dann kommt so random... Wieso bin ich nicht würdig? Was soll das? Weil du hier erstmal das Ding andingeln musst. Ah. Den Heilkristall. Den Siegkristall.
Ja, wenn du halt drückst, dann ist halt random, ob das Ding hochschnallt und dir ins Gesicht die geile Ladung haut. Und er hat das mit seinem Kumpel gemacht. Erste Runde Schlagsahne, zweite Runde Hundefutter, dritte Runde irgendwie so ganz fettiger, weiß ich nicht, Eingeweide, weil irgendwas richtig widerlich. Und letzte Runde war, da haben sie beide draufgerotzt, aber so richtig schön. Ne? Und er hat es. Kann ihr nicht andingeln, warum nicht? Was denn, Heilkristall, weil ich den wahrscheinlich gerade benutzt habe. Alles klar. Du musst sitzen bleiben, du musst kurz meditieren. Dummi im Tempel in der Mitte einmal ja. durch. Kann den ja nicht mal anziehen. Du meditierst ja bei mir gerade. Ja, ich meditiere, aber meine Heilung. Achso. Ja, musst du kurz warten wahrscheinlich. Vielleicht hast du es durch mich bekommen, geh da einfach mal gucken. Ich kann auch nicht mehr andingeln. Das ist interessant. Aber bis Tobi da ist, haben wir noch kurz Zeit. Du bist nicht würdig. Haha. Doch, jetzt ging's. Ja. Oh, Alter, voll weggeschleudert worden. Ich war würdig und du darfst deswegen den Datacron mitnehmen. Die Schlacht von Malachor 5. Alles klar. Malachor? Ho! Muss ich dahin? Nee, doch, wir beide müssen dahin. Wer muss dahin? Wir alle? Gehen wir noch in Voskar die Quest abgeben und von Voskar müssen wir noch irgendwo hinfliegen für den nächsten Datacron und sind wir fertig. Ich weiß nur nicht, wohin. Ich weiß nur, wie der Dings heißt, aber wir haben den noch nicht aufgelegt. Also wir haben noch nicht das Nippelchen. Nimm dir alles weg. Ich nehm dir alles weg. Die Schlüssel zu deinem Haus. Den Mercedes, den du fährst. Die Freundin, die du liebst, den Mercedes, den du fährst, so rum. Ja, ach, stimmt. Ne, die Bitch, die du liebst, keine Ahnung. Ja, die Bitch, die du liebst, ja, stimmt. Oh! Du musst dabei schon dir die Eier abklemmen. Du sollst nicht kommen. Nur die Eier abklemmen. Das reicht. So, Domi, hinten rechts. Ja, das eine führt zum anderen. Achso, hinten rechts in der Ecke ist so ein Kristall, den du andingeln musst. Und dann kannst du in der Mitte. Ich port mich schon mal, damit ich weiter gucken kann. Boskay, yes? Ja. Okay. So, was machst du denn? Okay. Ich geh mal in die Kantine und guck, ob ich mit der alten reden kann. Achso, mit Ashara. Ich wollte gerade sagen, hä? Yay. Ich kann jetzt reden. Mit meiner Freundin, der Ashara. Der beste Freundin. Ja, wir können uns gegenseitig an die Nipples fassen und ich kann hier an mit ihr reden. Nipples? Ja. Hä, hey, jetzt bin ich überfragt. Es ist Datacron Numero 1. Kenla aus dem Posten gibt es hier nicht. Nach Voskar seid ihr jetzt gegangen, oder? Jo. Minus 442, 405. Ganz weit im Osten. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ich glaube, der Guide hier ist aus Republik-Sicht, deswegen haben wir diesen Skyhopper nicht. Habe ich denn meinen Fernseher ausgemacht? Achso, ich glaube, der ist alleine ausgegangen. Mein Fernseher ist schon 4 Stunden aus. An. Geh nach 60 Sekunden aus, wenn du nicht OK drückst. Das kann eigentlich nur da sein. Na gut, gehen wir erstmal die Quest ab und dann gucken wir mal. Wenn nicht, nächstes Mal. Dann werde ich recherchieren. Recherchieren? Ist doch mit CH, oder? Ist doch nicht Recherche. Ja. Digga, was los? Recherche und Archiv. Ja. Ach, Domi muss ja auch noch eine Quest abgeben.
Er kommt zurück. Das ist doch schön. Das Ritual. Digga, was los? Fehlt er noch. Bah. Digi, digi, oh yeah. Hallo. Hallo. Okay. Es fehlen eindeutig Zwerge in diesem Spiel, die Hallo sagen. Wir haben bereits von eurem Sieg gehört. Die ganze Stadt spricht. Ach ja, Darth Severus. Sie sagen, dass ihr diesen sogenannten König gefangen genommen habt. Servilatwurst. Die Narren sind überzeugt davon, dass ich ihre Prophezeiung. Servilatwurst. Ausgezeichnet. Samaro sagte etwas von neue Weisheit. Das könnte alles bedeuten. Es wird sich sogar darauf beziehen, dass ich die Bosse im Imperium anschließe. Vergesst es einfach. Samaro hat bereits um eine Audienz mit euch angesucht. Audienz? Bin ich jetzt König oder was? Ich will König sein. Franz. Ihr könnt es doch kaum erwarten, sie zu treffen. Das Gormax-Schiff wurde zerstört. Ich bin jetzt König. Sie werden die Sterne nicht erreichen. Ist das nicht von Werner? Die Vision sprach von ja. Euch. Die Im Comic wurde es sogar mit CH geschrieben. König. Ich hab die sogar hier, glaube ich. Nee, ich glaube, die Werner-Comics habe ich alle nicht mehr, weil die irgendwann auseinandergeblättert sind. Der Einband ist quasi in Luft aufgelöst. Hat einfach Puff gemacht. Dann hattest du einzelne Seiten. Und ach Brösel, was hast du da nur geschaffen? Der hat die natürlich selbst gebunden per Hand. In seiner Garage da. Aber die Mystiker haben gesprochen. Das dunkle Herz ist ein böser Ort, tief in den Albtraumlanden. Uns ist es verboten, ihn aufzusuchen. Oh. Wir wissen nicht, welche Gefahren es so böse. Mit diesem Wissen müsst ihr zu mir zurückkehren. Die eins schon mal gar nicht? Ich wäre froh. Domi! Was da los? Wir wollen nicht helfen! Doch, aber gegen Kohle. Es wird nicht einfach. Marcel auch gegen Penis. Selbst die mächtigsten Sith. Nein, ich nur gegen Fotze und Titten. Kann's auch eins von beiden sein? Ich sehe keinen Grund zur Apropos Fotze und Titten, hat Conchita Wurst eigentlich Brüste? Scheint ist ein Mann, ne? Kompletter Mann. Ja. Also auch so wie. Der dunkle Lord. Der ist ein Drag Queen, die so gern. Oliver Jones. Des dunklen Herzens. Und studiert dessen ja. Gibt es berühmte Twitter? Beziehungsweise berühmte Teammates? Sucht ihn Equitas fällt mir jetzt niemand ein. Equitas ist bestimmt. Ja, gut. Wobei, da wüsste ich gerne mal, ob der noch, der die das noch, einen Penis hat. Ohne es selbst sehen zu müssen. Ein einfaches Ja oder Nein würde mir reichen. Erfolg abgeschlossen, Anführer. So, Domi, deine Quest kannst du später abgeben. Ey, Level 55. GZ. Also du holst jetzt wirklich langsam auf. Jetzt bist du nur noch ein Level, und vorher war es anderthalb. Circa. Weil wir sind kurz vor Level ab. Also ich bin kurz vor Level. Domi ist wahrscheinlich jetzt bei 99,9%. Genau. Ja, Domi kriegt schon keine Punkte mehr. Hast du auch insgesamt 754.270 EP? Willkommen. Bitte wählen Sie eine verfügbare Minus 1. Ja. Also sind die Levels bei uns eigentlich. Das ist in WoW tatsächlich nicht so. Also du brauchst, zumindest von 1 bis 60 braucht irgendwie ein Krieger irgendwie 10 EP mehr. Also irgendwie so ein lächerlicher Betrag. Das ist wie bei Pokémon. Je nach Pokémon sind die EP auch unterschiedlich. Ja, vor allem getauschte Pokémon, ey. Was die an EP kriegen, wie schnell ich mein Pantimos in Pokémon Gelb gelevelt hab. Ja gut. Die kriegen halt eine Menge, aber zum Beispiel, wenn du irgendwelche seltenen Pokémon oder so hast, die brauchen halt auch mega viel. Ja, aber Pantimos? Ja, gut, Pantimos geht noch,